aber seit ich 10 bin. Das ist für mich so ein bisschen wie so eine Droge. Der Moment, wenn man gewinnt, das zieht mich zu diesen Höchstleistungen hin. Weltmeister gibt es viele, aber Olympiasieger gibt es nur ganz wenige und das bleibt man für ewig. Ich habe nach Rio eine Pause gebraucht für mich, wollte auch so ein bisschen Zeit der Familie zurückgeben, mal zu Hause sein, Anführungszeichen ein bisschen ein normales, geplanteres Leben zu führen. Ich will auch meiner Tochter noch möglichst viel erleben und aufwachsen sehen. Die Entscheidung stand, aufhören mit der Karriere oder nach Hamburg gehen. Und ich hatte das Glück, dass meine Frau immer zu mir gesagt hat, okay, wir machen das mit dir mit, wir ziehen nach Hamburg. Das eine oder andere muss schon noch gemacht werden. Der Grundstein ist erstmal gelegt, wir fühlen uns ganz wohl und Lenis Zimmer ist fertig, das ist ganz wichtig. Ja. Er macht seinen Sport und das macht er auf jeden Fall super gerne, das erfüllt ihn. Und ich werde ihn immer unterstützen, solange bis er sagt, es ist nicht mehr. Die Höhlen haben schon ein bisschen gelitten, aber das Wichtige ist ja der Inhalt. Und ganz weit weg dürfen sie auch nicht sein, weil ab und zu muss ich immer noch gucken, ob es wirklich wahr ist. Das sind viele, viele Jahre, die man einfach darauf hingearbeitet hat und einfach vieles dem untergeordnet hat. Wenn es zu einfach wäre, würde man auch nie abgehärtet genug sein, um dahin zu kommen. Do you hear that boom from a mile away? Like a big Greek god with a lightning ring. Karl ist ja schon zweimal Olympiasieger, 2012 und 2016 im Männerdoppelvierer, saß jeweils auf dem Bugplatz, ein physiologisch sehr starker Ruderer. Das ist so der Mann für die goldenen Momente. Wenn es darauf ankommt, ist er eigentlich dann auch da. Karl vertritt einen Körpertypus, der ist für die Ruderei, fürs Rudern schon ideal. Über den er jetzt hier ist im Training, gibt er echt Gas. Dieser Erfolg, dieses Ziel dahin zu arbeiten und der Moment, wenn man es schafft, das ist einfach so viel Motivation, dass es unbedingt noch ein drittes Mal will. Es gibt noch keinen wirklichen Ruderer in Deutschland, der dreimal Gold gewonnen hat. Und das ist ein Ziel.